Whisky und Zigarren treffen. Kein Zweifel. Feige Taten, derer ich mich schäme. Wie könnten Sie uns jemals vergeben? Würden Sie es, wenn die Lage besser wäre? Nein, so laufen die Dinge nicht. Wenn sich einmal die Bürokratie eingeschaltet hat, es wird kompliziert. Wenn es jemand erfährt, verlieren wir alle unseren Kopf. Niemand darf es erfahren. Könnten wir Emily kontrollieren, wenn Corvo dabei ist? Diese Frage werde ich nicht los. Zeit für unseren letzten Zug und er muss sitzen. Keine offenen Fragen. Wenige Mitwisser, die am meisten zu verlieren haben. Beweg dich endlich, Kind! Halt still, dummes Girl! Lass mich gehen! Ich bin die Kämpfer! Bleiben Sie, wo Sie sind, Corvo! Oder ich springe! Corvo! Rette mich! Oh. Wird er nicht, oder Corvo? Zu sein. In einer Minute wird das hier nur ein weiteres blutiges Chaos sein, das Sie zurücklassen. Rashtan? Eine Dame in... Ich habe immer gewusst, dass du kommst. Du bist mein Held. Die anderen sind alle tot, oder? Ist in Ordnung. Ich hätte eh alle hinrichten lassen. Ich werde die Kaiserin sein.
Was wird in den Geschichtsbüchern stehen? Dass die Tochter einer ermordeten Kaiserin über einen Berg von Leichen ihren Thron besteigt, getragen von einem Attentäter namens Corvo? Nein. Sie werden berichten, dass Emily Caldwin die Erste in einer Zeit des Schreckens und der Korruption an die Macht kam und dass sie in einer Welt ihr Bestes tat, die weder gut zu kleinen Mädchen noch zu Kaiserinnen ist. Aber ob die Geschichten dich beim Namen nennen oder nicht, sie wird sich an dich erinnern, Corvo. Fight over.